Mit diesen Worten schickte ich Necrozma endgültig zu Boden. Latias stand auf einmal wieder hinter uns und ging langsam zu ihm. Danke, Günther. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass niemand die Finsternis mehr stoppen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass du so naiv bist. Bevor ich wirklich realisieren konnte, was hier geschah, stand sie vor Necrozma und absorbierte einen Teil seiner Kräfte. Nun sah es aus, als würde sie brennen, doch das Feuer, das sie umgab, waren Schatten. Ihre Augen leuchteten blutrot. Es ist fast schon eine Verschwendung, aber jetzt bist du für mich nutzlos. Lord Ecke, bring ihn weg. Ich erschrak und drehte mich zu Lord Ecke. Er schaute auf den Boden und sah traurig aus. Doch auf einmal schien er zu sich zu kommen. Nein, nein, es reicht nicht. Ich hab dein Spiel lang genug mitgespielt. Ich hätte es eigentlich schon viel früher beenden müssen. Ich konnte nur sprachlos daneben stehen. Ich verstand nicht, was auf einmal hier geschehen war. Alles, was ich über diese Welt zu wissen schien, drehte sich in Bruchteilen von Sekunden zu etwas anderem. Es ist wirklich schade, Lord Ecke. Du hast mir so lange Zeit so gut geholfen, aber wenn du das so siehst, dann muss ich dich wohl auch loswerden. Sie lud einen Angriff auf, der so mächtig aussah, als könnte er die gesamte Basis in Stücke reißen. Ich versuchte gar nicht erst mich zu wehren, ich war verwirrt und komplett am Ende. Doch bevor Latias ihren Angriff abfeuern konnte, stand Necrozma hinter ihr wieder auf. Er schien nicht an Angriff zu denken, stattdessen machte er eine merkwürdige Handbewegung und auf einmal verschwamm alles um uns herum. Kapitel 16. Geheimnisse werden gelüftet. Komm schon, Günther, wach endlich auf. Ich wachte langsam auf und sah mich um. Ich war in einer kleinen Höhle, direkt am Rande einer Klippe. Als ich das Pokémon direkt neben mir sah, zuckte ich zusammen. Dort stand Necrozma, wenige Meter entfernt von Lord Ecke. Bleib ruhig, Günther, wir sind hier erstmal sicher. Ich fasste mich ein bisschen. Was, warum? In Sicherheit? Was ist passiert? Ich konnte uns gerade noch wegteleportieren. Es war schwer, aber meine Kraft hat gerade noch gereicht. Das, obwohl Latias dank euch einen großen Teil von ihr bekommen hat. Ich hatte Angst, dass er plötzlich ausrasten würde, doch plötzlich verwandelte sich seine Wut in Bedauern. Aber ich gebe euch keine Schuld daran. Es war mein Fehler. Ich hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass du nicht direkt einem von Latias Schergen in die Arme läufst. Ich verstand nicht, wieso er nun schuld daran sein sollte. Deshalb fragte ich ihn, hast du es immer noch nicht verstanden? Latias hat es dir wohl wirklich so erklärt, dass du es nicht aus deinem Kopf rauskriegst, oder? Sie hat sich von Anfang an kein bisschen Arbeit in dieser Geschichte gemacht. Ich habe dich aus der Welt der Vergangenheit, aus deiner Welt, hierher geholt, nicht Latias. Genauso wie als du in die Vergangenheit gereist bist. Die Stimme, die dort zu dir gesprochen hat, das war auch ich. Ich begann langsam zu verstehen. Aber wenn das alles du warst, warum hast du mir nichts darüber gesagt? Warum hast du nicht einfach mit mir geredet? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Er schien verständnislos sein. Ich habe deinen Aufenthaltsort leider erst durch meinen Agenten erfahren, als du bereits Latias begegnet warst. Sei ehrlich, du hättest mir sowieso nicht geglaubt. Deshalb habe ich eure Freunde zum Schein entführen lassen. Wenn Latias nicht aufgekreuzt wäre, dann hätte es alles geklappt. Ich hatte nicht einmal vor, euch irgendwie zu verletzen. Und nun schaltete sich auch zum ersten Mal in dieser Diskussion dort Ecke ein. Du hast gerade etwas von einem Spion erzählt. Was hat es denn mit dem auf sich und warum hat er Günther nichts erzählt? Außerdem, warum wolltest du mich nicht angreifen, obwohl ich die ganze Zeit für Latias gekämpft hatte? Und weshalb hast du unsere Freunde zum Schein entführen lassen? Du hast sie doch einfach, du bist bei ihnen eingebrochen und hast sie entführt. Und so begann Necrozma, sein großes Geheimnis aufzuklären. Ich habe dir von diesem Spion, habe ich bisher noch niemandem erzählt. Und auf meine Anweisung hält er auch dicht, was das angeht. Er ist eins der unauffälligsten Pokémon in dieser Welt.
sodass er schon zumindest bedingt sogar mit Latias in Kontakt kommen konnte, ohne dass sie Verdacht hatte. Ihr seid ihm auch schon mehr als oft begegnet, aber ich habe ihm ausgeredet, Günther irgendetwas zu erzählen, aus demselben Grund, aus dem ich geschwiegen habe. In diesem Moment erfüllte mich ein Schuldgefühl. Ich erinnerte mich auch, dass Latias dafür gesorgt hatte, dass ich Lord Ecke nichts von meiner Vision erzählte, die ich gesehen hatte, und nun verstand ich auch endlich warum. Necrozma schien meine Reaktion nicht aufgefallen zu sein und er erzählte einfach weiter. Er ist auch der Grund, weshalb ich dich nicht angreifen wollte, Lord Ecke. Er hat mir alles über dich und deine Vergangenheit erzählt. Er weiß sehr viel über dich und konnte mich letztendlich überzeugen. Und die Entführung war in Wirklichkeit auch nur zur Hälfte eine Entführung. Auch dort hat mein Agent die ganze Arbeit geleistet. Trotzdem weiß nicht einmal euer Freund Floink, um wen es sich handelt. Lord Ecke schien plötzlich verwirrt zu sein. Warte, wenn du gerade Floink erwähnst, heißt das, dass Bisasam Bescheid weiß, wer er ist? Anstatt zu antworten, brach Necrozma mein Gelächter aus. Dieses Mal war es kein Verrücktes oder ähnlich, wie wir bereits in der Festung gehört hatten, sondern ein normales. Als er sich wieder beruhigt hatte, meinte er zu der Ecke, du verstehst es immer noch nicht, oder? Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Dein Freund Bisasam ist mein Geheimagent. Seitdem Latias mich verraten hatte, arbeite ich mit ihm zusammen und er hält seine Identität vor jedem geheim, wobei es ihm vor allem bei Floink immer sichtlich schwerfällt. Lord Ecke schien sehr überrascht, aber in meinen Augen ergab es alles endlich einen Sinn. Ich hätte eigentlich früher erkennen müssen, dass an Latias Geschichten vieles nicht stimmen konnte. Doch nachdem Necrozma endlich fertig war, war mein Gesprächsbedarf noch lange nicht gedeckt. Ich wandte mich zu Lord Ecke. Als ich ihn ansprach, wirkte er sehr zurückgezogen. Er machte sich vermutlich Sorgen, dass ich ihm nicht verzeihen würde, weil er mich angelogen hatte. Jetzt hab dich mal nicht so, Lord Ecke. Ich verstehe auch, warum du so gehandelt hast und bin nicht wütend. Aber ich will, dass du mir jetzt alles darüber erzählst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du mit Latias zusammenarbeitest. Er sah mich an, atmete tief durch und begann zu erzählen. Also meine Geschichte begann schon vor vielen Jahren, als ich, wie ich dir schon einmal erzählt habe, zusammen mit einem guten Freund damals bereits die Welt gerettet habe. Ich wollte ihn erst unterbrechen, doch ich entschied mich, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war. Also ließ ich ihn weiterreden. Als wäre es nach einem langen und ereignisreichen Abenteuer endlich schaffen konnten, verschwand er auf einmal. Auf einmal hörte er auf zu reden und sah mich sehr komisch an. Ich hatte ein komisches Gefühl. Seine Blicke wirkten gereizt und ich wusste nicht, was mit ihm los war. Doch bevor ich fragen konnte, sprach er bereits weiter.